Der Future Insight, das ist eine Reihe, da geht es darum, dass man Themen, die noch nicht direkt in Technologie umgebaut sind, noch nicht in Produktreife reinfließen, dass man die von verschiedenen Perspektiven aus beleuchtet und diskutiert. Ja, Mercedes muss sich das Thema Empathie anschauen, da wir ja mit Mobilität zu tun haben. Und Mobilität ist eine kooperative Aktivität. Die Einführung wird jetzt wichtig, wenn wir jetzt Automaten da drin haben. Ja, und dafür müssen wir einen speziellen Design anbringen an den Fahrzeugen, damit wir sie richtig wahrnehmen. Design hat zunehmend die Aufgabe, Umgangsformen und nicht Formen zu gestalten. Das bedeutet, dass es um Dialog und Interaktion geht. Und da ist es wichtig, dass eine Kommunikation dadurch gestärkt wird, dass es Feedback gibt. In der Zukunft werden mehr und mehr diese Soft Skills eines Fahrzeugs im Vordergrund stehen. Dazu gehören zum Beispiel das Fahrverhalten und zur gleichen Zeit aber eben auch der Kommunikationsaspekt. Also wie kommuniziert das Fahrzeug mit den Menschen? Und beides sind halt wichtige Features und bilden im Endeffekt eine Art Charakter des Fahrzeugs. Der Grundgedanke in der Zusammenarbeit mit Polygon Pictures war, dass japanische Animes mit wenigen Strichen viel Emotionen ausdrücken können. Kennt man von den Emojis. Und das wollten wir versuchen, aufs Fahrzeug zu übertragen. Und wir wollen das Fahrzeug ja nicht vermenschlichen, sondern genau das bewirken. Minimale Linien und eine Emotion oder eine Intention vermitteln. Durch eine Oberfläche, die viele verschiedene Zustände und Eindrücke visualisieren kann, sind wir in der Lage, besser zu verstehen, dieses Fahrzeug versucht gerade zu verstehen, ob es tatsächlich mich gesehen hat oder nicht wahrgenommen hat. Slap heißt See Like a Pony. Bei meinen Beobachtungen sind mir vor allem die Ohren aufgefallen, die wir als Menschen sehr einfach verstehen, wenn sie auf uns gerichtet sind. Das wäre natürlich was Tolles fürs Fahrzeug, wenn ich genau das sehe, wo die Aufmerksamkeit des Fahrzeuges ist. Bei mir oder bei jemand anders, nach hinten, nach vorne. Light is a great communication tool to build trust between autonomous vehicles and pedestrians, because light signals are easy to learn. We know, for example, that pedestrians are seeking eye contact with the driver when they want to cross the street. This way they ensure that the driver has seen them, and wherever such communication would be missing, communication via light signals is especially important. Wir haben uns erstmal verschiedene Farben angeguckt, was so im Verkehrssystem schon in Benutzung ist, und haben dann entdeckt, okay, es gibt bestimmte Farbbereiche, die noch nicht abgedeckt sind. Das wäre so ein Türkis. Türkis steht auch für Innovation, Türkis steht eben auch für Technik, und deswegen haben wir uns für diese Farbe entschieden. I don't want to separate the human and the machine when it comes to something like driving and automobility, because the human is very much part of the car, the road, the infrastructure of driving itself. There are humans involved in every stage of imagining, innovating, designing all of these systems. Wir brauchen das kooperative Fahrzeug oder kooperative Fahrzeugfunktionen, damit unser Verkehr, also unser Autoverkehr, unser Verkehr zwischen Fahrradfahrern und Fahrzeugen, Fußgängern und Fahrzeugen flüssig und intuitiv abläuft. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die Einfühlung funktioniert, auch mit Automaten.